Moin, moin, meine lieben Freunde, meine lieben Abenteurer, hier ist André und ich freue mich, dass ihr wieder hier seid zu einem neuen Let's Play zu World of Warcraft. Genau, so sieht's aus und wir sind hier mit unseren Magier Harojos unterwegs, immer noch im Eisklammtal. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, folgt diesem Gyrokopter, meldet euch bei Milo Zwickrädchen nahe am Bossa. Na, das machen wir doch. Welches Level haben wir? Level 6 sind wir aktuell. Ganz easy. Habe ich eigentlich meinen Dings eingeschaltet? Ich muss manchmal gucken. Mal schalte ich es auch aus. Musik, ja, so ein bisschen haben wir es gemacht. Perfekt. Vielleicht läuft ja was Episches im Hintergrund. Darüber würden wir uns ja freuen. Hallo Milo. Hi, wie geht's? Milo Zwickrädchen meldet sich zum Dienst. Ihr habt ein Notsignal abgesetzt? Hinfort, hinfort. Aufgrund der Gewichtsbeschränkung meines Gyros kann nur ein Zwerg mitfliegen. Sieht so aus, als hättet ihr Glück, Harojos. Juhu! Die Zwergin Iona hat mir erzählt, dass all eure Sachen nach Ambossa gebracht wurden. Sammelt zusammen, was ihr braucht. Beendet eure Angelegenheiten und kommt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid aufzubrechen. Wohl an dem. Okay. Ah, Jona Eisenquell hätte noch eine Aufgabe für mich. Frag sie mal. Hallo Jona. Wie geht's? Ihr verlasst uns? Denkt daran, eure Vorräte aufzufüllen, bevor ihr aufbrecht. Wichtiger noch, sprecht mit Tarek Schwarzstein, sobald ihr in Karanos eintrefft. Sagt ihm, was hier im Eisklammtal geschehen ist und dass wir ein wenig Hilfe gebrauchen könnten. Er wird hoffentlich etwas für uns organisieren können. Bleibt sauber. Okay. Bin ich den denn? Da hinten. Nee. Ja. Der ist doch hier gar nicht. Ja, also woanders. Muss ich irgendwelche Skills lernen eigentlich? So, ich bin ja Magier. Hab's das noch gar nicht gecheckt hier. Schurke, Waffe, Paladin. Krieger? Hexe? Oka? Ja, ganz hinten irgendwo, da, Magier. Schön, euch zu sehen! Mögen eure Reisen sicher sein. Guten Tag. Schönen guten Tag. Seid ihr absolut sicher, dass ihr euch um alles gekümmert habt? Ihr werdet keine Zeit haben, nochmal herzukommen. Sehr gut. Hat ja auch lange genug gedauert. Haltet euch gut fest und schaut euch nochmal gut um. Höchstwahrscheinlich werdet ihr eine ganze Weile nicht mehr herkommen. Alles klärchen. Funktioniert dieses Ding? Hallo? Ah, da seid ihr. Hallo, ich dachte mir, dass ich euch, während ihr nach Karanos fliegt, ein wenig darüber aufkläre, was außerhalb von Eisklammtal passiert. Es scheint, dass ihr Leute der Eisklamm furchtbar schlecht darüber informiert seid, was in den letzten paar Tagen geschehen ist.
Wenn ihr denkt, dass ihr in der Eisklamm ein Problem mit Trollen habt, dann wartet, bis ihr nach Karanos kommt. Dieser riesige Kataklysmus hat die Trolle dort völlig aufgewühlt. Und wenn ihr euch nach links wendet, seht ihr, dass die Gnome Gnomeregant zurückerobert haben. Ein Hoch auf uns! Hier draußen ist noch weitaus mehr im Gange. Wir haben den Weg zum Flughafen geöffnet. Es kursieren Gerüchte über Dunkeleisenzwerge im Osten. Oh, und ich glaube, mit Zwergenkönig Magni geht etwas sehr Seltsames vor. Das sollte man sich vielleicht mal näher ansehen. Wir sind da, willkommen in Karanos und Vorsicht beim Aussteigen! Danke. Hallo Tarek. Wie geht's? In Eisklammtal? Ich habe hier meine eigenen Probleme. Was, die werden nicht mit ein paar Trogs fertig und Trollen? Und Übergriffen aus den Elementarebenen? Allerdings, wenn ich so darüber nachdenke, das ist eine Menge. Ich bin überrascht, wie gut sie sich unter den Umständen halten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bleib sauber. Okay. Das. Der größte Teil unserer Dampfpanzer ist stillgelegt und wir verlieren einen Gebirgsjäger nach dem anderen. Es dauert nicht mehr lange, bis unsere Vorräte zu Neige gehen. Hauptmann, mit den Angriffen der Trolle und der Yetis werden wir innerhalb einer Woche bei halben Rationen sein. Wir können diese Operation nicht viel länger aufschieben. Delba und seine Leute müssen ihren Angriff so bald wie möglich in Stahlrost-Depot ausbeginnen. Delba und seine Männer machen Überstunden, Hauptmann. Er hat einen Plan entwickelt, wie wir ein Überfallkommando zur hinteren Flanke des Schlachtgetümmels bringen könnten. Wir haben für diese Operation auch Luftunterstützung verpflichtet und werden bald zum Abmarsch bereit sein. Falls sich einige eurer Männer den Sturmangriff anschließen wollen, schickt sie zu Delba. Das freut mich zu hören. Ich werde Delba alle Streitkräfte senden, die ich entbehren kann. Die haben Probleme hier. Okay, ich weiß schon, was auf mich zukommt. Hauptmann, ich melde mich zum Dienst. Der Kataklysmus hat das Gleichgewicht der Kräfte in Danmorok in Frage gestellt, Herr Royos. Ohne Warnung tauchte eine Welle Trogs aus den Höhlen in der Nähe von Gnomeregan auf und hat die Trolle der Frostmähen überrannt. Die Trolle sind seitdem immer weiter nach Osten gezogen. Im Nordwesten, oben am Schimmergrat, gab es immer eine gewisse Präsenz der Frostmähen. Aber seit der Abwanderung sind wir jetzt von Trollen umgeben. Wir können nicht zulassen, dass die Trolle diesen Umstand zu ihren Gunsten ausnutzen. Meine Leute werden im Osten die Stellung halten und ihr führt einen Schlag gegen den Schimmergrat. Jawohl, Hauptmann. Was geht euch durch den Kopf? Meine Tavernengäste mögen nicht so sehr wie meine Eberrippchen in Biersoße. Das einzige Problem dabei ist, dass der ortsansässige Fallensteller, der mich bisher mit den Zutaten versorgt hat, in die Armee des Königs eingetreten ist, um im Krieg an der Allianzfront zu helfen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, wenn ihr mir ein paar Lippen-Eberrippchen bringt und ein Rapsodienmalz von der Taverne hier besorgt, bekommt ihr das Familienrezept für mein berühmtes Eberrippchen in Biersoße und nicht zu vergessen, natürlich eine Kostprobe. Das Geheimnis liegt im Malz. Man sieht sich. Welch Freude, euch zu sehen! Wenn ihr sicheres Wissen um den Arkansprung aus eurem Gedächtnis wissen sollt. Ich wünsche euch einen schönen Tag! Bin ich sicher. So, also. Mal gucken. Hallo, Herr Gastwirt. Schön, euch zu sehen! War das, bitte? Mögen eure Reisen sicher sein! Heimlich sein?
Ja, Rhapsodium, jetzt möchte ich bitte kaufen. Geht da? Bleib sauber. Wo jemand für mich mit einer Aufgabe? Oh. Ja, Kochkunstlehrer. Was kann ich für euch tun? Bildet mich aus. Bin dabei. Man sieht sich. Seid auf der Hut. Ich sehe viele junge Zwerge vor meiner Tür, die begierig sind, die Kochkunst zu erlernen. Und wenn ein Koch eines mehr als das andere braucht, dann ist das ein Beil. Ich habe eine Liste von Kochlehrlingen mit vorzüglichen Abschlussprüfungen, die sich ein Ehrenbeil verdient haben. Bringt meine Liste zu Golnir Gerolze in Eisenschmiede. Er wird die Beile bereitstellen. Das schnellste Transportmittel nach Eisenschmiede ist ein Greif. Also bringt die Liste Brolan Windbart, unserem Greifenmeister, und sprecht mit ihm über den Transport nach Eisenschmiede. Mögen eure Reisen sicher sein. Hier versteckt sich noch jemand. Herr Gerstenbräu? Ich bin ganz Ohr. Ich bin von einem Vorhaben besessen. Dem Vorhaben, das perfekte Starkbier herzustellen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Das Brauen liegt mir im Blut. Ich muss nur das richtige Rezept finden. Weit oben in den Bergen im Nordwesten auf dem Schimmergrat bauen die Trolle der Frostmähen eine Pflanze an. Schimmerkraut genannt. Die verwenden sie in ihren seltsamen Stammesritualen. Wir Zwerge haben bisher keine wirkliche Verwendung dafür gefunden, aber sie hat einen einzigartigen Geschmack und ich möchte damit in meinem Gebräuen herumexperimentieren. Das Schimmerkraut zu bekommen wird schwierig werden, aber ich werde euch für jedes Schimmerkraut, das ihr aus den Körben im Trolldorf borgen könnt, gut bezahlen. Fort mit euch! Aha. Brolan? Redet mit mir. Seid auf der Hut. Habt ihr schon sobald die Nase voll von Karanos, seid ihr bereit, in eine andere Stadt abzureisen? Bleibt sauber. Ihr müsst nach Eisenschmiede was bringen. Für ein geringes Entgelt setze ich euch auf den Rücken eines meiner Greifen, der euch dorthin bringt. Na, was sagt ihr dazu? Seid auf der Hut. Gegenzauber kontert das Zauberwirken eines Gegners. Für nur ein paar Münzen bringt euch eines meiner Greifen nach Eisenschmiede. Bringt dann Gremlok Liste zu Golnir Gerolze. Ihr findet ihn in der Tiefenbergbaugilde. Sie liegt im Distrikt der großen Schmiede von Eisenschmiede und genau dort setzt euch mein Greif ab. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr bereit für die Reise seid. Fort mit euch! Perfekt. So. Dann würde ich sagen, was geht euch durch den Kopf? Fliegen wir nach Eisenschmiede. Mein erster Flugkontakt, den ich habe. Aber wir haben trotzdem Aufgaben, oder? Ja. Hier haben wir was? Ach, die Eberrippchen und da oben geht es auch weiter. Das machen wir dann danach. Aber erstmal, ja. Das war ja wichtig. Hat ja gesagt, das war wichtig. So, wo haben wir den denn? Ah, der ist gar nicht so weit weg. Das ist sehr gut. Frage jetzt, wo finde ich den denn? Ist hier unten auch ein Eingang? Nee. Also hoch und dann wieder runter, oder hier? Hier? Nee, okay Jungs, tut mir leid, ich bin falsch hier. Dann geht's wahrscheinlich hier noch hoch. Hallo Gölnir, ich hab was für dich. Ich hab die besten Waren im Land.
Bleibt auf dem Boden! Womit kann ich euch dienen, werter Herr? Bleibt sauber! Ah, die neueste Liste von Gremlocks Meisterschülern. Ich habe schon ein paar Ehrenbeile bereit. Ich muss nur noch die Namen der Studenten eingravieren. Bleibt auf dem Boden! Hier sind die Ehrenbeile für Gremlocks Schüler. Wenn ihr schon in Karanos gewesen seid, dann solltet ihr mit einem Greifen dorthin zurückfliegen. Bringt die Beile zu unserem Greifenmeister Grüßtoden und sprecht mit ihm über die Rückreise nach Karanos. Mögen eure Reisen sicher sein. Und damit bedanke ich mich, meine Lieben, dass ihr wieder hier wart für dieses tolle Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich mal ein Like da. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer André und tschüss.